Was hast du vor? Das war wrong. So, weiter geht's. Wo sind wir denn hier? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich mich auch nicht. Aber du findest schon einen Weg. Geier. Was? Da kann ich mir schon rüber. Du hast jetzt du musst nach draußen, glaube ich. Aber hier waren wir ja noch nicht. Guck, das Ding kenne ich noch gar nicht. Ich gehe hier nochmal ein kleines Stück weiter. Ah, zeig mir deinen Arsch. Zeig mir deinen Arsch! Okay. Ineffizient. Fanghaken. Fanghaken. Agavendicksaft hat sehr viel Fructose und muss aus Übersee importiert werden. Ja. F für den Imker. Ja, aus Übersee importieren ist immer noch schlecht. Glück nicht aus Untersee. Ja, jetzt kannst du mit Fanghaken, glaube ich, das Ding abnehmen da. Ach so. Ah, jetzt hat er so ein Gesicht. Oder ich fäll runter. Oder du fällst runter, das geht auch. Gut, hätten wir das erledigt. Ist noch eine Truhe. Ach, da oben ist wahrscheinlich eine Fee. Da will ich doch jetzt. Ja. Da muss ich jetzt irgendwie wieder hochkommen. Führe die Herzen. That's what she said. Vielen Dank, wie lieb von dir. Guck mal, das ist einfach. Nice. Und dann erschieße ich den Typen. Er hat seine Maske wieder. Ja, ich glaube nicht. Ich bezweifle das gerade, dass er seine Maske einfach so wieder bekommt. Ich hab ihn gefragt, warum hast du eine Maske auf? Na, tut das weh? Ich denke, das ist ein Ja. Klar, tat das weh. Ach, da unten ist die Kiste. Ich glaube, die ist verkehrt rum. Warte mal. Hier geht's nämlich nur so eine Tür raus. Okay. Gucken wir mal kurz. Geh ich gleich wieder zurück? Okay, ich geh doch nicht gleich wieder zurück. Well, shit. Ja, muss man wohl diesen Kampf machen. Hast du eh eine Sackgasse? Miniboss! Mhm. Ich glaube, den musst du mit. Das sieht noch Pfeile und Bogen aus. Ach, nee. Scheiße, du brauchst Pfeile, Digga. Brauch Pfeile. Holy shit. Ja, holy shit. Oh. Jetzt kannst du ihn schlagen. Oder auch nicht. Das war. Das brauchst du gerade nicht. Mit dem Fanghaken noch nehmen. Ah, okay. Geht zurück. Hä? Okay. Ein Augor! Nur drauf los, zu schlagen bringt nicht viel. Achte auf seine Augen und warte den richtigen Zeitpunkt auf. Ach, der muss wahrscheinlich das Auge nach unten bringen. Ah, jetzt sieht er. Ach, dann kriegt er auch direkt Schaden. Also, ach, dann wollte ich wahrscheinlich die Dings verlieren. Ja, wahrscheinlich. Kameraperspektive liebe ich am meisten. Ja, die ist gut, ne? Ist die beste. Ist die einzig wahre Kameraperspektive. Ja, ah, nice. Kannst du auch einen Fanghaken benutzen. Easy. Alter, warum ist die Kamera so scheiße? Oh, easy. Dreimal? Viermal? Ich glaube, vier. Drei? Hätten wir gezählt. Ich glaube, waren drei. Da ist eine Kiste. Ich glaube, das ist eine Fee. Und die Tür ist immer noch abgeschlossen. Ja, da kommst du, glaube ich, so schnell nicht wieder zurück. Gott, diamant. Da musst du, glaube ich, außen rumlaufen. Aber die Kiste ist wahrscheinlich eh andersrum. Vermute ich jetzt einfach. Ah, guck mal, hier sind wir. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ist die Tür hinter mir auch zugegangen? Ich glaube schon. Aber du kannst jetzt rausgehen. Warte, ich geh mal erstmal hier runter, hier sind nämlich, glaube ich, Pfeile gewesen. Habt ihr schon das Statement zum Release von Breath of the Wild 2 gesehen? Also vom Nachfolger? Ja, habe ich gesehen. Finde ich gar nicht verkehrt, dass die das so im Frühjahr 2023 bringen. Es gibt ein Statement? Ja. Was? Sie haben den Nachfolger von Breath of the Wild einfach auf Frühjahr 2023 als Release gesetzt, obwohl es eigentlich Ende des Jahres 2022 ist. Aber macht jetzt keinen großen Unterschied. Ja, also wenn sie halt noch einen Tag brauchen, brauchen sie noch einen Tag, ne? Wenn sie gerne die beste Qualität abliefern wollen. Sollten sich... Du solltest vielleicht die... Sollten sie ein paar mehr Unternehmen Beispiele abliefern. Ach ja, die siehst du mir an. Abgeteilten Sprungangriff. Nice. Also ich find's gut. Muss ich sagen, ich find's gut. I like that. Wo ich vorhin noch mit Nico drüber geredet, tatsächlich. Ja? Cool, nice. Über quasi Spielentwicklungsethik ganz grob. Oberflächlich. Ja.
Und das wäre auch meine Ausrede gewesen, wenn ich nicht rechtzeitig fertig werde. Naja, was heißt Ausrede? Ich finde es besser, du nimmst dir ein bisschen Zeit und machst es vernünftig, als dass du es dann irgendwie hinklatscht. Dass man irgendeinen Müll released. Ja. Und dann sagt so, ja, da kommen noch Patches, keine Angst, kauf das erstmal. Wenn da auch nur ein Bug drin ist. Da werden Bugs drin sein, es sind überall Bugs drin. Dann boykottieren wir das. Haben sie gelogen. Sie haben nicht gesagt, dass sie ein bugfreies Spiel abliefern werden. Sie haben gesagt, dass sie ein qualitativ hochwertiges Spiel abliefern werden. Aber qualitativ hochwertig heißt nicht perfekt. Oh, jetzt muss ich... Oh. Hä, was tust du? Ich muss die Lieder wieder spielen. Machst du das? Ist der sich spielt? Ja, weil der Kristall dahinter ist. Ah, okay. Oder ich gucke einfach, welcher sich wegbewegt mit dem Kristall. Du musst den mittleren finden. Schieße ich das. Geh mal auf den mittleren. Okay, ja, dann. Oh, weh, der mittlere bewegt sich jetzt hier. Testen wir es aus. Ja! Das reicht mir. Jetzt musst du nur irgendwie in den Kristall kommen. Ja, wir gehen das Lied, ne? Ich hab's vergessen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, okay, ich muss nachgucken. Ich geb's. Ich hab's versucht. Ach, ein A war da noch drin, okay. Oh, ja, ja, ja. Rechts runter A, runter nee, das hoch. Ist auch das Falsche. Nehmen wir das mal. Rechts, links und dann der Kreis, okay. Warte. Rechts, links, unten, links. Nee, nochmal rechts. Ach. Rechts, links, rechts und dann der. Ah. Ja, das klingt viel besser. Ja, das klingt gut. Und es ist in dem Video auch ein kurzer Shot zu sehen, der im letzten Teaser noch nicht drin war. Oh ja. Hm. Ich finde es ein bisschen traurig, dass das Master Schwert zerbrochen ist, aber. Ja, würde nicht das letzte sein. Frage ich mich, was mit Fei ist. Heieiei. Der ist halt noch nicht in seiner Final-Form. Ripfei, ja, richtig. Ich wusste gar nicht, dass es zerbrechen kann. Kannst du eigentlich auch nicht. Du musst nur richtig treffen, ja. Shit. Was zur Hölle? Ups. Okay. Willkommen in Australien. Down Under. Stop. Danke. So fühlt sich das also an. In Australien zu sein? Ja. Warum sind da so viele Kisten? Hm. Wo sind die? Okay, da ist nichts drin. Wo zur Hölle sind diese Kisten? Die Kisten. Junge, fall bloß nicht runter. Ich meine rauf. Ja, auf der Map. Da sind Kisten. Nee, das sind die Steine. Ach, die Kisten, yo. Hä? Ich Kisten. Da sind offensichtlich Kisten. What's alles voll mit Tieren, die dich töten können. Ja. Das gehört jetzt zum Dungeon? Oder ist das einfach nur normal? Nee, das sind einfach nur Kisten. Male. Ja, das ist bestimmt Sidequest. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Alles voll mit Tieren, die dich töten können? Naja, naja. Jetzt wird es erst richtig spannend. Wird Weber da durchkommen, ohne runterzufallen? Charge! Charge! Gucken wir erstmal wieder, warte, rechts ist links und links ist rechts. Ja, wo willst du denn zuerst lang? Da lang. Okay. Link neben die Dreh. Ich bin dort zu lenken und nicht um zu lenken. Bei Minish Cap konnte das Schwert der Vier auch neu geschmiedet werden. Das stimmt. Das ist richtig, das ist aber keine Aussage über die über das Master Schwert. Also, das Master Schwert wurde ja auch erst hergestellt in Skyward Sword, wie wir ja wissen. Vielleicht wird das Master Schwert aus dem Schwert der Vier neu geschmiedet. Das bezweifle ich ehrlich gesagt. Hm. Du musst ein Ding ins. Ja, ich kann ja jetzt. Du nicht kannst ja Licht machen. Einfach aha. So. Bringe Licht ins Dunkel. Aber wird auf jeden Fall spannend, würde ich mal behaupten. Frage mich, was mit dem Master Schwert passiert ist, dass das so aussieht plötzlich. Meinst du kaputt? Ja. Also, das ist schon. Nee, das ich will die Ocarina wegmachen. Mach die Ocarina weg. Jetzt passiert wieder ein Unglück. Ja. Guck
Guck mal, der Wind ist jetzt auch umgedreht. Das ist Anti-Wind. Geplante Obsoleszenz. Ach so, ich verstehe. Du kannst damit ein paar 100.000 Jahre überbrücken, aber irgendwann ist auch vorbei. Vermutlich dasselbe wie mit links Arm. Oh ja, das könnte miteinander zusammenhängen. Wir werden aber die Geschichte dahinter noch erfahren. Auch die Ocarina wieder. Ja. Dang it. Ich liebe diese Mechanik. Das ist so gut. Das ist auch ältere. Ach nee, muss gar nicht rüber wechseln. Big Schmiede will mehr Schwerter verkaufen. Hä? Ja, die Big Schmiede will mehr Schwerter verkaufen, korrekt. Ja, das ist ein Plan von Big Schmiede. Ja. Das Masterschwert zu zerbrechen. Unterstützt von Big Ganondorf, weil der es wahrscheinlich kaputt macht. Die neuen Masterschwerter haben nur eine Sollbruchstelle, damit man mehr kaufen muss. Ja. So lustig wie in der Tagesschau von gestern, glaube ich, drin war so von wegen so, ja, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit gehen und so. Und ich denke mir so, Bullshit. Will ihr jetzt? Jetzt? Also, es ist gut, dass es macht, aber. Nice! Bist du nicht. Ist geplant. Dahin? Ja, das war geplant. Oh, Luke! Fall in den Luftstrom. Fall in den Luftstrom! Kannst du doch einfach reinlaufen. Ja. Dass sie plötzlich so die ganze Zeit alles von Nachhaltigkeit erzählen und denkst du so. Ja. Weil bestimmt es nicht schon Menschen gibt, die davon schon mehrere Jahrzehnte reden. Dass die EU jetzt zum Beispiel eine Kreislaufwirtschaft etablieren möchte. Und du denkst dir so, warum ist das nicht schon längst geschehen? Das wussten wir doch schon. Das dreht sich immer alles im Kreis. Tagesschau ist jetzt nachhaltiger? Das habe ich nicht gesagt. Jetzt brauche ich den Kämpferhaken. Guck jetzt mal, ob da Pfeile drin sind. Oh, gib ihm. Schlag ihn mit dem Schwert. Ah! Was tust du da? Warum machst du das? Das ist random Infos. Eigentlich will ich ihn einfach einen Enderhaken ins Gesicht schießen. Schlag ihn doch einfach mit deinem Schwert. Das ist doch nicht so kompliziert. Ich Enterhake ihn. Auf der anderen Seite ist noch eine Truhe scheinbar. Da ist immer noch eine angezeigt. Ach, die Sonne. Schieß sie mal ab, ja. Ach, ich kann ja. Wo wird die wohl sein? Hoffentlich auf der richtigen Seite. Nee, na klar. Aber. Okay, das müssen wir uns merken. Das kann man hinterher machen. Wir müssen ja eh nochmal ins Umgedrehte, weil da war ja noch eine Kiste. Ich glaube, das war sogar der Raum, wo ich vorhin die Kiste gesehen hatte. Nee, das war ein langer Raum, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Der lange Schmal. Übrigens, das Wasser ist jetzt weg. Stimmt. Was meinst du, wenn du wieder umdrehst, ist das Wasser wieder da? Bestimmt. Das fällt ja dann wieder runter, das Slosh. Ja, na klar. Ja, völlig vergessen. Und noch eine Truhe, was? So, let's go. Nee, die geht jetzt weg, wenn ich. Okay. Dann beschwere ich mich nicht. Gut so. Verdoppelt belegt der Truhenslot, ey. Ja. Nee, dreifach sogar, drüber ist ja noch eine. Stimmt. Die du auch schon geholt hast, ja. Gerade. Was ist da denn drin? Schlüssel! So. Ja, naja, muss man nichts zu sagen, ne? So, Nachhaltigkeit, plötzlich ist das so ein Ding. Und man denkt sich so, ja, das war's. Ach so, Arm. Kann der mich wieder irgendwo hin transportieren? Probier's aus, lass dich drauf fallen. Yeet! Die Frage wurde ich hinnietet. Oh, wie er freundlich dich wieder zurück. Guck mal, ob du dich hier irgendwo hinziehen kannst. Ignoriere den, der packt dich nur, wenn du ihm zu nahe kommst. Das auf jeden Fall. Okay, ich hab's Gefühl, du bist hier an einem Dead End. Dead End? Den kannst du nicht platt machen. Der ist zu wichtig dafür. Ich bin viel zu wichtig für den Scheiß. Okay, was war's? Da links war eine. Ja, wohl doch nicht, ne? Okay. Naja, ich glaube, das ist ein sehr totes Ende. So wie dieses Skelett hat es anzeigt.
Jep, ich glaube auch. Ah, ganz unten können wir noch mal gucken, ob da irgendwo ne. Ja, no, jetzt bist du wieder da. Na, die Pfeile waren auch wieder da. Egal. Nice. Da hier hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da gucken. Oh, das ist auch nett. Ach, da sind wir hergekommen. Da ist ein gefrorenes Auge. Ja. Aber nur wenn es ohne Vorlaufzeit wirtschaftlich lukrativer ist als der Status Quo. Ja, denkt doch einer mal an die arme Wirtschaft. Ja, ehrlich wahr. Und denkt die einfach. Tschüss! Auge haben wir schon aktiviert. Ja, wirklich. Da kannst du dich von hochziehen, oder? Nö, ich bin gerade gegen den Fanghaken. Ach so. Was ist da? War nicht eine Truhe? Nee, okay, dann ist dann nix. Also ich könnte hinfliehen noch. Ja, mach das. Aber nicht mit Link. Ach ja, watch me. Close one, nice try, I guess. Jetzt musst du dann irgendwie da rauskommen. Heber. Das ist super. Jetzt wird's spannend. Kriegt Weber das hin? Wie so ein halber Ding, oder? Sind die alle gleich hoch? Nee, nee, der stoppt ja da. Ah, perfekt! Der da drunter. Ja. Gas! Kleiner Dekumann. Das ist ein 20! Nice. Dann brauchen wir noch links rüber. Ja, ich muss ihn nur umgedreht kriegen. Oh, nicht in den Strom rein und nicht. Du musst ihn nicht umdrehen, du kannst ihn einfach in die Richtung lenken, oder nicht? No. Du willst ja nur. Du willst ja runterfallen. Ja. Danach. Du musst ja nicht gerade darauf zu. Aber das scheint nicht zu reichen. Doch, da reicht das. Oh. So, ich dachte, wir wollen geradeaus weiter. Oh doch, krass. Okay. Ah! Praktisch. Richtig, die Truhe meine ich nämlich. Dass man die holen kann eigentlich. Okay. Okay. Nice. 9 schon. Geil. Noch 6. Jetzt müssen wir wieder dekunen und zurückgehen, weil wir haben den Schlüssel, das heißt, das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, die Türe. Vermute ich auch mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir den 20 da einsammeln können. Ah, den 20 kriegst du glaube ich nicht. Von hier oder ja. Kannst du bestimmt irgendwie hinziehen, ja? Was ist eine Truhe? Truhe, an der du dich dran ranziehen kannst und dann. Und 20. Ein 40er! Nice! Boah, für das Taschengeld. 20 Mann. Boah, fetter Jump. Geil. So, wo ist dieser Weg? Rennen wir einfach mal hier lang. Oh, da ist er nicht. Alles klar. Okay. Das war tief. Zack, ja, Weber springt irgendwann nochmal richtig runter. Ne? Ich hab auch keine Konsequenzen hier, guck. Oh Gott! Das war ich nicht. Das war der Control. Jetzt einen coolen Jump hier schaffen. Okay. Muss es auch unbedingt knapp machen, ne? Das Teleporter-Ding. Was bist du für einer? Was ist das denn? Ignorier den. Ist da rechts nicht ein Auge? Das Käfig. Da. Das ist aber das schon aktiviert. Ja, okay. Okay, ciao. Also da hinten ist irgendwo auf jeden Fall so ein nochmal so ein Durchgang. Ist halt die Frage, wie man da hinkommt. Ja, oben drauf irgendwie? Weiß ich nicht genau. Kennt ihr Outer Wilds? Nee, sagt mir nix tatsächlich. Ich auch nicht wirklich. Nur so Käfigdinger, damit man sich nicht durchhakt und schummelt. Ich weiß auch nicht, woran du dich festhalten solltest. Das ist so ein bisschen das Problem. Good grief. Was ist da so? Da kann man theoretisch hinspringen, aber ich glaube, da geht's nicht weiter. Da fährt man runter. Was ist mit der. Mit dem Lichtding? Ah, die Sonne kann aktiviert werden. Ja. Auch gerade gesehen. Lassen wir doch mal die Sonne scheinen. Nee, was ist Outer Wilds? Sagt mir tatsächlich nix. Ich sagte, lassen wir die Sonne scheinen. Let's go, lass die Sonne scheinen.
Der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht was. Das ist eine 4. Ja, aber dann brauchst du nur noch 5. 5. 5 und 4. 5er 4. Ist eine Art Open World Adventure Rätsel Game und das findet auch in einer Zeitschlacht statt. Deswegen musste ich gerade daran denken. Ah, das klingt auf jeden Fall nice. Oder müssen wir jetzt zurückdrehen schon? Weil wir jetzt eine Schlüssel haben. Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Aber hier sind noch Türen. Haben wir hier schon alles? Noch mehr Türen. Achso, das ist aber in dem Tunnel da drin, die beiden Türen. Das heißt, da darf man nicht hin. Ja, das ist die Sackgasse. Ich deko mich mal. Und das ist auf der anderen Seite? Da war die Hand, die Sackgasse. Ja, auf der rechten Seite? Rechte Seite? Ne, da rechts ist auch noch so ein weißer Punkt. Ja, das ist der Gang, der hier abgeschottet ist unter uns. Oh. Ich zeig dir das. Au! Du meinst jetzt die beiden Türen am Rand, ne? Ich meine jetzt genau, das weiß ich. Ach, das da ist der abgekapselte Gang. Ah, okay. Ich verstehe. Alles klar. Das heißt, ich glaube, wir müssen echt zurückdrehen. Kann sein. Probier's einfach mal aus, oder? Und guck, ob du mit dem Schlüssel irgendwo weiterkommst. Hatten wir irgendeine Tür noch offen? Ich glaube. Also der Hauptgang hatten wir eben gesehen, dass da ein Schlüssel ist, in dem großen Gang, wo wir nicht weiterkommen. Vielleicht auch wieder Wahrheit. Lass ich nochmal. Ja, weiß ich nicht. Kannst du gucken auf jeden Fall. Ja, müssen wir noch hier rumhängen gerade. Pirouette! Pirouette! Nochmal Deko hier. Oh, das ist der Durchgang, ne? Ach ne, wir müssen das Auge benutzen, aber das geht auch als Dick, ne? Weiß ich nicht, Dick, kann sein. Nee, ja, ist nicht ausgegraut. Aber... Wenn du das Hastig nach oben kannst du dich umgucken, ne? Ja. Sieht alles sehr echt aus, leider. Hi. Ja. Das Auge der Unwahrheit. Ach, die ist. Nee, die ist aber richtig rum. Das heißt, hier müssen wir so hin. Ja. Ha! Das Auge der Unwahrheit hilft uns nicht weiter. Ha. Die Schleife ist nur etwa 20 Minuten lang gefahren. Da unten links ist eine Supernova wird. Deko-Ding. Ja, das habe ich schon gesehen. Die Frage ist nur, wie kommst du da hin? Ich glaube nicht, dass du so da hinkommst. Vorraum, irgendwas unten machen. Eine Supernova ist natürlich ungünstig. Weber, wann spielst du mal wieder Dysons 4 Programm? Mal gucken. Wenn du Zeit und Lust hast, natürlich. Ja. Das war ganz nice tatsächlich. Ja, also hat auch, sah auch echt spaßig aus und Strategiespiele sind ja gewollt teilweise. Mit was? Was? Nee. Ja, okay, ansonsten dreh einfach mal wieder um, ne? Ja, wir haben ja eh noch so eine 4 zum Aufbauen. Hier runter. Wie? Smooth Sailing. Smooth. Schmoosh. Totally Schmoosh. Und dreh nochmal und guck, ob du weiterkommst. Hier. Bringt ja jetzt auch nix. Noch richtig am Dungeon drehen. Hier ist immer noch eine Truhe. Ja, die ist glaube ich auf der anderen Seite, würde ich mal behaupten. Oder oben drüber. Ich habe mir jetzt Licht verheilt. Ja, dann kann ich auch mal gucken, wo wir da so hinkommen. Piep, 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 piep. Nein, ich habe noch kein Rezept. Hast du ein Rezept? Hast du schon ein Rezept für den Kochstuhl? Ich meine, ist ja auch noch ein bisschen hin an sich. Ich wollte gerade sagen, du musst erst mal sagen, wann du bereit bist dafür. Du musst auch genau treffen. Nein! Nein! Doch, Headshot. In den Rubin. Ah! In den Ruin? In den Ruin. Da geht's wieder abwärts. Nein, warum bin ich jetzt wieder auf der Seite? Ah, oh, warum? Nein! No! Oh. Ich muss gerade was fehlen. Dann gibst du uns vorher eine Zutatenliste, dass wir zu Hause mitkochen können. Das wäre lustig eigentlich. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Solche Kochstreams gibt es gerade bei uns im Institut tatsächlich immer. Wo die Konkurrenz putten und was. Echt?
Ja, wo dann immer gesagt wird, so, hey, wir laden euch in eure eigene Küche ein. Kocht doch mit. Die geben die Rezepte auch davor raus. Nett. Guck mal eben unten, ob die Dingens noch da ist, von der Sonne, die wir aktiviert haben. Oder die eh schon die Karo draußen. Ja. Praktisch. Ja, leise. Ja, dann sammeln die mal ein. Gut, dass du daran gedacht hast. Das hätte ich eventuell vergessen. Hey, ich will hoch. Ja, also im Jahre des Herrn 2018 ist auch natürlich vollkommen korrekt. Eigentlich im Jahre des Herrn 2019 auch noch. Nice, und damit sind es nur noch 4 Feen. Du kommst gut damit voran. Du musst vielleicht hinterher nicht so viel machen, weißt du? Ah! Was hast du vor? Das war wrong. Wrong. Ach, die Tür ist eh verkehrt. Dann schwimmen wir mal weit. Ach ja. Nach oben lang. Ich bin mir nicht sicher. Hier war die Hand auf jeden Fall. Ja. So, wir können uns jetzt hier so umgucken. So, schweifen wir mal hoch hier. Joink. Joinkaboy. Ich kann ihn lenken. Den Schmeißer. Können wir da noch links oder rechts schmeißen lassen? Das probiert gleich mal aus hier in Trockenübung. Das ist eigentlich eine Feuchtübung, oder? Nee, die haben wir ja schon gecheased hier, ne? Muss man, glaube ich, gar nicht mehr hinter. Ja, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, noch was, oder? Ich denke auch. Beziehungsweise. Da durch, ne? Macht Sinn, den wegzumachen? Der ist auch im andersrum dann weg, wenn ich jetzt wegmache, ne? Kann ja nicht. Der wird wahrscheinlich nicht da sein. Stimmt, der fällt runter. Ja. Im andersherum. Greif mich nochmal. Doch nicht aber gerade den so hin und her gewickelt. Ja, das sah auf jeden Fall sehr komisch aus. Ich weiß, was du meinst. Dann war es nur Halluzination. Das ist ja auch irgendwie sehr merkwürdig. Mhm. Aber nicht das erste Mal, dass sowas ist. Geh mal hier rechts und guck mal, ob da noch irgendwas ist, wo du hin kannst. Dadurch, dass wir jetzt die Lichtpfeile haben. Ja, da ist nämlich auch noch. Ah, das hatten wir gleich mit der Bombe. Ja, da musst du dich jetzt, so ja. Hochspringen. Ja, Delfin. Muss ich laxen. Delfinen, ja. Okay, Bombe. Lass dich hier Luft sprengen. Bombe. Gute Idee. Auch den Platz. Ah. Das ist die Steuerung. Ich würde gerne abtauchen. Ich würde gerne. Musst du B drücken. Ach so, hä? Ach, der schwimmt jetzt nur an der Oberfläche. Ja. Du musst B drücken und jetzt taucht er ab. Genau, und jetzt. Ja, weil. Du musst dann A gedrückt halten. Ach so, das ist der Trick, okay. Ja. Ah, deswegen hat es nicht geklappt. Ah, nice, der Sprung, ey. Das gedrückt halten hat mir gefehlt. Ah, ja, okay. Ich dachte, ich gehe dann so in den Schwimmmodus rein und bleib dann. Nee, du musst dafür gedrückt halten. Okay, vielleicht bringt das doch nichts. Bin mir nicht sicher. Hallo. Wenn wir das ja auch schon gecheased haben, oder das ist eine Dingens. Ah, warte, wenn du den Platz machst, ist sie eine Truhe. Dann kannst du nicht die Truhe ran, perfekt. Und Feen. Mach jetzt einfach die Feen durch, passen. Ja, nimm alles mit, was du kriegen kannst, ne? Milch.